Oh, na Süße, du auch hier oder was? Hallo, herzlich willkommen, denn heute rede ich ein bisschen über meine Beauty- und Fashion-Sünden, die ich so gemacht habe und hatte. Und da gibt's einige, also Baby, los geht's. Erster Fehltritt, den ich so gemacht habe in meiner Jugend, waren billige Extensions. Denn natürlich hatte ich auch nicht viel Geld in der Tasche. So, mein Taschengeld hat gerade noch so für Haare aus dem Afro-Shop gereicht. Ich war auch nie so die Person, die sparen konnte. Hätte ich vielleicht einfach mal über ein paar Wochen gespart, hätte ich mir auch andere leisten können. Aber ich wollte immer alles sofort haben, auf Biegen und Brechen. Und deswegen diese Extensions aus dem Afro-Shop, die man dann so rangenäht hat. Also meine Freundin hat mir das dann damals gemacht. Die hat mir hier so quer über den Kopf so ein Cornrow geflochten, das sind diese an der Haut geflochtenen Zöpfe, und an diesem Zopf hat sie dann diese Haare, diese Tresse rangenäht, und das war auch echt, Leute, ich sag's euch, es hat gejuckt. Ich musste immer einen Stielkamm dabei haben, um da irgendwie zu kratzen, weil es einfach so gejuckt hat. Also zu DSDS-Zeiten im Casting hatte ich diese Haare auch noch drin, das könnt ihr dann sehen hier, und dann immer so hochtupiert hier oben und so, also das war ein Fehltritt, sage ich euch. Augenbrauen-Fail. Meine Augenbrauen waren früher wunderschön. Man sieht hier das Bild. Ich habe sie abrasiert damals und sie mir einfach mit einem schwarzen, tatsächlich mit einem schwarzen Kajal nachgezeichnet. Ungefähr so. Also ich sag euch, morgens ging das ganz schnell. Ja, bis heute bereue ich es, denn ich habe sie so oft rasiert und gezupft, dass sie irgendwann wirklich nicht mehr nachgewachsen sind. Deswegen ja diese Haarimplantation letztes Mal. Zupft euch nicht die Augenbrauen zu viel weg und rasiert sie auch nicht. Rasieren bringt auch nichts, weil die wachsen dann zwei Tage später so stoppelig und so fett raus. Das ist einfach nur super nervig und noch schmerzhafter dann zum Zupfen. Augenbrauen sind das A und O und ich habe es einfach so dermaßen von verkackt früher. Aber jeder hat so seine Jugendsünden und das ist eine von mir. Assi Toaster! Ja, meine schöne billige Bräune früher, ne? Es war nicht nur alles Solarium, aber ich habe den Fehler gemacht, ins Solarium zu gehen. Und das sehr häufig. Das ist so schädlich und ungesund, Leute. Macht das bloß nicht. Ich habe es früher gemacht und es macht sich wirklich bemerkbar. Ihr denkt euch jetzt, ihr seid jung und frisch, da passiert nichts und ach, wird schon keine Nachfolgen haben. Doch, es ist sehr gefährlich. Das Hautkrebsrisiko steigt und ihr bekommt wirklich Falten. Ich merke es jetzt mit 23 schon, ich habe wirklich Falten bekommen und das, ich merke, dass meine Haut einfach erschlafft. Und das kommt wirklich von dem Solarium. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch so einen richtig schönen Bräuner benutzt. Selbstbräuner, Bronzingpuder, ägyptische Erde, falls ihr das kennt. Und mal gepinselt, ne? Das fand ich richtig geil damals. Überschminkt. Ja, ich habe mich früher sehr dezent geschminkt. Kann man auch im DSDS-Casting sehen. Naja, so ein bisschen überschminkt. Dass ich, wenn ich jetzt die Fotos sehe, mich frage, wie konntest du nur? Warum? Puder bis zum geht nicht mehr. Ja, so eine fette Schicht, dass meine Haut überhaupt noch atmen konnte. Ich hatte auch wirklich Glück. Ich habe keine Hautunreinheiten, keine Pickel gehabt. Auch in der Pubertät immer Glück gehabt, aber es sah schrecklich aus. Diese Augenbrauen, dieser Kajal. Ich habe mir die schwarz umrandet, die Augen, und dann drinnen nochmal richtig knallweißen Kajal rein. Und dann noch pinken oder rosanen Lippenstift. Outfits. Ja, meine Outfits waren leider auch nicht immer so High Fashion. Ich habe damals tatsächlich Ed Hardy getragen und das ist auch eine Modesünde, die ich zutiefst bereue. Es war früher ein bisschen angesagt und man wollte natürlich mitreden und ich fand es auch früher cool, muss ich sagen. Ich fand alles cool, was so auch mit Strasssteinen, mit Bling Bling zu tun hatte und deswegen auch Ed Hardy, da war ja immer sehr viel Buntes und Strasssteine und alles nur dran. Mehr ist mehr war mein Motto früher, jetzt gilt für mich, weniger ist mehr. Echo 2011. Ja, Echo 2011 war so meine erste Echo-Verleihung. Ich meine, ich war ja noch nicht mal nominiert. Ne? Also ich meine damit einfach so Echo-Verleihung zu Gast. War einfach aufregend, nach DSDS auf so einer großen Veranstaltung zu sein und mal alles so hautnah mitzuerleben. Da waren ja auch noch echt ganz große Stars dabei. Bruno Mars war damals dabei und ich war echt aufgeregt. Und ich habe wirklich wochenlang, wenn nicht monatelang, geplant. Und habe mir so ein
Designer auch geholt. Und es war meine Idee, diese Outfits habe ich selbst so irgendwie mir ausgedacht und er hat sie mir dann entworfen. Und ja, ich habe auch zwei verschiedene Outfits gehabt, einmal für die Verleihung, einmal für die Aftershow-Party. Ich wollte halt um jeden Preis natürlich auch auffallen, weil ich ja Kim Gloss war und bekannt für extreme, außergewöhnliche Outfits war. Also ich sah aus wie ein Stachelschwein mit Raver-Schuhen oder nee, was waren das für Schuhe? Also fragt mich nicht, was ich mir bei diesem Style gedacht habe, aber irgendwas habe ich mir wohl dabei gedacht. Aber ich muss sagen, ich war sogar irgendwo in der englischen Presse dadurch. Also von daher, irgendwas habe ich ja wohl richtig gemacht. Ich würde sowas niemals mehr in meinem Leben anziehen. Lustig war's. Ich kann drüber lachen. Lippen. Ja, meine Lippen, die spritze ich seit meinem 18. Lebensjahr auf. Es hat mich einfach gestört, weil ich hatte eigentlich meine Unterlippe, war immer super. Aber die Oberlippe, die war mir echt, die war sehr schmal. Ich sah so aus. Ich bin 18 geworden und direkt so, ohne meinen Eltern was zu sagen, direkt so zum Arzt in Hamburg, zum Beratungsgespräch. Ja, ich möchte gerne vollere Lippen. Hat der Arzt mir gesagt, ja, ihre Traumlippen habe ich jetzt nicht hier im Schaufenster, aber ich kann sie ihnen auffüllen. Gut, hat er dann gemacht und ich wollte dann noch ein bisschen mehr. Hat er auch gefragt, sind Sie sich sicher? Ja, ja, ich bin mir sicher und ja, so war es dann. Dann hatte ich so eine Lippe. Ja, ich weiß gar nicht, mit was ich es vergleichen soll. Ich möchte auch nicht darüber reden. Es ist einfach so tragisch, wie ich teilweise aussah. Ich habe mittlerweile echt eingesehen, dass es zu viel war und ich finde, jetzt ist es perfekt. Mehr auf keinen Fall, weniger aber auch nicht. Aber ja, ich sehe es ein, es war teilweise echt zu viel. Permanent Make-up. Ja, also ich lasse auch schon wirklich relativ lang meine Augenbrauen und Lippen pigmentieren. Was ich nicht bereue, aber ich bereue, dass ich bei einer bestimmten Dame war. Da war nämlich eine Dame zu Besuch in Hamburg bei meiner Familie. Ich weiß auch gar nicht, woher die auf einmal kam, durch Bekannte, durch 50 Ecken. Kam die aus Polen und hat halt alles so mitgehabt und hat pigmentiert. Und sagte, ja, wollen wir nicht deine Augenbrauen auch gleich pigmentieren? Und ich natürlich, wie ich bin, um mir zu überlegen, ja klar, warum nicht, wenn man das so nebenbei machen kann. Und ey, das war auch, also es war, glaube ich, ein richtiges Tätowiergerät. Richtig laut war das Teil. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie konnte ich nur einfach so jemandem vertrauen und sowas machen? Ich hatte am Ende tatsächlich einfach schwarze Balken. Ich habe wirklich geweint zu Hause und ich sag euch, macht sowas nicht. Schaut euch vorher nachher Bilder an, was diese Leute dann wirklich für Arbeit geleistet haben und ob die wirklich gut sind, Erfahrungsberichte durchlesen, denn sowas geht gar nicht. Ich habe immer noch damit zu kämpfen. Ich muss immer wieder bei Swan Beauty zum Beispiel mit einer Hautfarbe das retuschieren, weil diese dunkle Farbe immer wieder hervorsticht und immer wieder rauskommt. Deswegen sollte man wirklich aufpassen, wo man hingeht und nicht einfach irgendwo irgendwas machen lassen. Ja, meine Lieben, das waren meine Beauty- und Fashion-Fehltritte. Ich hoffe, es kommt nicht mehr dazu, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass ich in ein paar Jahren wieder denke, so, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Aber das gehört zum Leben dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann könnt ihr mir sehr gerne ein Like hinterlassen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen, sonnigen Tag. Muah.